Jo, sind wieder bei Fire Emblem The Sacred Stones. Beim letzten Mal haben wir Erikas Seite beendet, sind nun bei Ephraim und ich habe ein bisschen trainiert, aber ich glaube, das war gar nicht mal so viel. Moment, wo waren die Level da? Ja gut, ihn sowieso nicht, er ist eh schon viel zu hoch. Er wird eh jetzt auch nur noch die Bosse töten und sonst wird er nichts machen. Ross hat, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Level-Ups. Naomi, glaube ich, war schon auf 10. Colm habe ich noch mal ein bisschen hoch. Ich glaube, eigentlich hat fast keiner Training gebraucht. Ich glaube, ich habe nur Colm noch hoch mit hochgezogen, damit wir noch eine Weile lang den Dieb haben. Bis er halt auch rausfliegt. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, schon gehabt. So, Ephraim. Wie gesagt, du wirst jetzt nicht mehr kämpfen. Du bist jetzt unser lebendes Schutzschild. Das glaube ich auch. Ja, gute Werte. Kann, glaube ich, auch gut ausweichen mit 20 Geschwindigkeit. Von daher, alles, was er jetzt noch machen wird, ist Angriff abfangen. Und wir wollen weiter jetzt sofort Rickwald. Ephraim beginnt von Schloss Frelia aus einen Marsch in Richtung Grado. Nach der Eroberung Renés wendet sich Grados Blick nach Frelia. Doch Innes und seine Truppen stellen den Invasoren an den Ufern ihrer Heimat. Gegen jede Chance gelingt es Innes, die Invasion aufzuhalten. Frelias Grenzen bleiben unberührt. Ephraim koordiniert Frelias Truppen, um die Frontlinien auszuweiten. Doch weiß Ephraim nicht, dass Grados Streitmacht schon bei Fort Rickwald wartet. Die Truppen haben ihre Stellung befestigt und planen, Frelias Belagerung auszusitzen. Unerschrocken bleibt Ephraim dazu entschlossen, Grados Wurzeln auszureißen. So. Kapitel 9. Fort Rickwald. Wir wollen nun wieder auf Ephraims Seite gucken, was er so macht. Dann haben wir jetzt noch eine Mission mit ihm im Mittelpunkt. Um den Stein von Frelia hat man sich schon gekümmert. Wie kommt es, dass der Stein von René sich unseren Händen noch immer entzieht? Glenn, Falter, findet die Kinder von René. Findet sie und nehmt ihnen die Armreife ab, die sie tragen. Glenn, suche nach Erika. Falter, finde Ephraim. Findet sie, besiegt sie. Ja, Eure Majestät. Erika, wie? Sie ist ein reifer kleiner Pfirsich. Und ihr Bruder Ephraim ist eine bessere Beute, als ich es mir vorgestellt hätte. Allein beim Gedanke daran gerät mein Blut in Wallung. Vielleicht wird dies alles noch immer sehr unterhaltsam. Kellach, Reef. Zersplittert die verbleibenden heiligen Steine. Kellach, übernimm Johanna, Reef, übernimm Rausten. Geht, vernichtet die heiligen Steine, die dort aufbewahrt werden. Wie ihr wünscht, ich werde sofort mit den Vorbereitungen für Raustens Sturz beginnen. Warum bleibt Johanna an mir hängen? Verfluchtes Pech. Ich wurde zum Söldner, um diesem erbärmlichen Ort zu entkommen. Jetzt muss ich dorthin zurück. Ich glaube, das Gespräch hatten wir sogar schon mal. Dünel, geh nach Frelia. Nehmt die frelianische Armee und bestraft Ephraim. Verzeiht, Eure Majestät. Jetzt, da ihr René erobert hat, wie lautet eure Pläne für seine Bürger? Das Land liegt in Trümmern. Diebe und Banditen stolzieren einher als... Lasst sie. Aber Sire... Sir Dünel, der Imperator hat gesprochen. Bitte. Selena, ihr bleibt in der Hauptstadt. Ich werde euch bald neue Befehle für euch haben. Verstanden. Ich glaube, das hatten wir wirklich schon mal, ja. Bitte, Euer Majestät. Gestattet mir das Privileg, eine einzige Frage. Ihr belästigt uns. Euer Majestät, ich weiß, dass ich gerne bereit bin, jederzeit für eine ehrenvolle Sache mein Leben zu geben. Diese Befehle und all eure Taten in letzter Zeit sind alles andere als gerecht. Würde auch ich nur einen Hinweis darauf haben, dass diese Invasion zum Schutz Grados dient, so würde ich meine Zunge im Zaum halten. Doch ihr lasst René ohne Führung liegen, sodass es ins Chaos stürzen wird. Dadurch erhalten wir keinen Vorteil. Warum führt ihr diesen Krieg? Was hofft ihr zu erreichen? Ihr schickt unsere Leute aus, um für nichts zu kämpfen und zu sterben. Das ist kein Krieg, das ist Mord. Dünel, diese Entscheidung liegt nur bei mir. Eure Stimme findet in dieser Angelegenheit kein Gehör. Bestraft mich, wenn ihr es müsst, Euer Majestät, aber ich bitte euch. Bitte überlegt euch dies. Wenn es so weitergeht, wird Grado... Dünel, geht nach Frelia. Zerschlagt die frelianische Armee und bestraft Ephraim. Euer Majestät. Seid ihr taub geworden? Dünel, geht nach Frelia. Zerschlagt die frelianische Armee und bestraft Ephraim. Ja, Euer Majestät. Commander Gap, wir haben einen Pegasus-Ritter gefangen genommen, der da draußen herumgeschnüffelt hat. Lass mich los, hört auf, das tut weh. Du hast mir verschwiegen, was für eine Augenweide siehst. Dieser Fang war die Mühen wert. Ich bin wegen Ephraim hier. Wenn ihr mir etwas tut, wird er keine Gnade zeigen.
Ich mag sie, werft sie in eine Zelle. Ich werde den Abend mit ihr damit verbringen, sie in einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Du Bestie! Das ist Fort Rigwald. Seit Generationen steht es uneingenommen. Seine Abwehr ist geradezu legendär. Es ist ein Juwel unter Gradus Festungen. Und seine Wälle wurden niemals durchbrochen. Und wenn wir es nicht einnehmen, ist jeder Angriff auf die Hauptstadt zwecklos. Sag mir, was du siehst, Seth. Haben wir die Kraft einzunehmen? Dies ist eine entmutigende Aufgabe. Der Feind ist uns in puncto Anzahl und Terrain haushoch überlegen. Aber wie steht es denn mit der Moral? Vermutet ihr, dass die Soldaten nicht willens sind zu kämpfen? Alles ist möglich. Dieser Krieg kam so plötzlich und Grad und René waren lange Zeit befreundet. Vor diesen Feindseligkeiten werden unsere Nation Verbündete. Nein, noch viel mehr als das. Dies ist der Krieg des Imperators. Aber das Herz des Volkes ändert sich nicht so schnell. Zum Beispiel General Dunel, einer der imperialen drei, den man den Obsidian nennt. Er war es, der mir alles beigebracht hat, was man über den Kampf mit der Lanze wissen muss. Dunels Sympathien bleiben mit Sicherheit bei René und bei unserer Sache. Er ist gerade gegenüber loyal, aber er findet keine Liebe für den Krieg. Ich bin mir sicher, er wird mit mir reden. Und mehr noch, Prinz Leon ist seit vielen Jahren mein Freund. Er mag zwar manchmal furchtsam sein und war nicht in der Lage, seinem Vater Widerstand zu leisten, aber ich bin mir sicher, dass er all diese Kämpfe verabscheut und meine Meinung teilt. Prinz Ephraim. Es muss im Schloss auch Soldaten von Grado geben, die nicht kämpfen wollen. Wenn wir das Fort überrennen und den Thronsaal einnehmen, so glaube ich, dass sie sich ergeben werden. Optimismus könnte hier tödlich sein, aber der Plan ist immer noch besser, als sich der Hauptstreitmacht von Angesicht zu stellen. Erika ist auf dem Weg nach draußen, um zu helfen, diesen Konflikt zu beenden. Wir können es uns nicht leisten, hier noch mehr Zeit zu verschwenden. Wir müssen dieses Fort einnehmen und dann zur Hauptstadt selbst eilen. Vorwärts! Angriffe werden angegriffen! Scheint Frelias drum zu sein! Ihr Anführer ist Prinz Ephraim von René! René? In dieser ganzen Sache ist doch irgendetwas faul. Meine jüngere Schwester und ihr Mann leben in René. Was hat sich der Imperator dabei gedacht, diesen Krieg zu beginnen? Ich glaube... Hey! Ja, ich habe gehört. Ihr sprecht davon, nicht kämpfen zu wollen, oder? Verliert ihr für die Nerven? Die Strafe für Rat ist hart. Ich werde dafür den Scheiterhaufen verbrannt. Aber es geht nicht nur mir so. Selbst General Dunel ist gegen diesen Krieg. Dunel, ich leg dich etwa auf die Seite des gescheiterten Feiglings. Und wer ich dann kommandiere, Offizier? Ist es Dunel? Komm schon, raus damit. Das seid ihr, Sir Gap. So ist es. Damit ist ja wohl klar, welche Befehle du zu befolgen hast, eh? Habt ihr das kapiert, ihr Tölpel? Falls ja, dann haltet den Mund und formiert euch. Es interessiert ohnehin niemanden, ob ihr kleinen Fische drauf geht oder nicht. Habt ihr es verstanden? Moment mal, wie kann man nur so etwas Schreckliches sagen? Was willst du darstellen? Dein Name, raus damit. Ich bin Amelia. Ich wurde erst heute diesem Fort zugewiesen. Ich bin ein Soldat von Grado, ich bin kein Sklave. Wie weit ist? Du bist ein Mädchen? Du hast ja ganz schön Nerven, dir mit deinem Commander zu sprechen, Rekruten. Es scheint, als müsste ich dir die Befehlshierarchie beibringen. Commander Gap, feindliche Truppen nähern sich. Verdammte Unterbrechung. Vermiert euch, ihr lustlosen Würmer. Lasst die Tür, dass diese Hunde den Thron erreichen. Grado kann es sich nicht erlauben, einen so brillanten Strategen von meiner Statur zu verlieren. Niemand wird auch nur eine Träne vergießen. Wenn eine von euch von wertlosen Kröten stirbt, sollte jedoch ich den Tod finden. Ihr solltet euch glücklich schätzen, in meinen Diensten zu kämpfen, zu töten und zu sterben. Ich wurde Soldat, um dem Imperator, General Dunel und dem Volk von Grado meine Ehre zu erweisen. Doch dies ist falsch. Das ist das Los eines Soldaten. Wir sind nur Bauernopfer in den Spielen von Königen und Imperatoren. Wir kämpfen, wie es uns befohlen wird, und wir sterben, wie es uns befohlen wird. Und das war's dann auch. Komm, Zeit zu gehen. So, wir können 11 Einheiten mitnehmen. Ich mach mal erstmal alle aus und guck dann gleich, wenn ich alles mitnehme. Gucken wir uns aber kurz mal die Karte an. Wir kämpfen nur mit Ephraim. Nee. Wir haben da ein paar Truhen, das heißt, Kolm kommt auf jeden Fall mit. Guck mal so ein bisschen. So, wir haben hier Amelia. Wir werden auf dieser Seite ein paar Charaktere treffen, die wir schon kennen, auch von Erikas Seite. Die sind halt quasi auch hier. Bei Amelia kann man es sogar irgendwo nachvollziehen, da sie auf Erikas Seite nach einiger Zeit immer aus den Missionen verschwindet. Von daher kann es auch einfach sein, dass sie dann abgezogen wurde und dann wieder hier ist und so. So, schauen wir mal durch. Von dem bekommen wir eine Meisterachse, wenn wir ihn schnell genug besiegen. Du hast Schlaf. Du hast einen Thronschlüssel. Okay, Bogen. Und hier kann ich ein Feuerjuwel klauen. Ja, mal gucken, ob ich überhaupt so weit komme. Okay, schauen wir mal weiter. Stahlwaffen haben wir jetzt ganz viel, habe ich gesehen. Hier sind Eisenwaffen. Du hast einen Türschlüssel.
Oh, du hast einen Schnitter. Okay, da muss ich aufpassen. Da kann ich mir einen Panzerspeer abholen. Na gut, Rittertod soll mich nicht interessieren. Ich habe eh keine berittenen Einheiten. Du hast noch Schlaf, Purgativ und... Kurzbogen. Ich glaube, das war so eine kleine... Ja, das ist so eine kleine Crit-Waffe irgendwo. Du hast noch einen Axtmeister. Okay, und dann kommt der Chef. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Also. Du. So, die auf jeden Fall. Was sind die, die wir noch trainieren wollen? Das ist ausgenommen von Colm, aber... So, Gilliam und... Ja, komm, Franz darf auch noch mit. Joshua kann noch mit. Arthur kann noch eine Weile mit. Ach komm, Seth. So, da müssen wir mal ein bisschen nach den Waffen gucken. Du hast noch genug Heilung, du hast noch genug Äxte, du hast deine Bögen, du hast noch da genug, du hast genug. Du hast genug, du hast genug. Du hast nichts, deswegen kriegst du erstmal noch ein bisschen was. Du kriegst nämlich einen Blitz und ein Heilmittel. Seth bekommt nur ein Heilmittel, der soll auch nur Abfangkommando spielen. Ja, doch, sollte eigentlich reichen. Du bekommst auch ein Heilmittel und den Schnitter kannst du nehmen und dein Eisenschwert. So, und ich hätte gerne für ihn den Drakoschild, ist das, ne? Für Verteidigung. Wie viel KP hast du eigentlich? 31. Ja gut, 31 KP ist genug. Ich wollte auch nur ein Drakoschild für etwas mehr Verteidigung geben. Gut. Okay. Ich muss eine Formation machen. Das kann nicht so bleiben. Es ist ziemlich egal, wie wir formieren. So. Dann speichern wir hier mal rüber. Und legen los. Ach, was für eine Närrin ich doch war. Ich kam den weiten Weg, um Ephraim zu helfen, und nun werde ich schon wieder gefangen genommen. Dieser General Gleb hatte vielleicht unheimliche Augen. Und dann dieses Gelächter. Oh. Schnell, Ephraim, bitte eile herbei und rette mich. So, Ephraim. Du kannst dich einfach auch mit nach vorne stellen. Ist ja nicht so, als würdest du jetzt irgendwie so viel Schaden nehmen mit 10 Verteidigung, denke ich mal. Und er hat eine gute Ausweichrate, von daher. 18 Angriff, ja. Kommt von hier unten jemand? Nein. Das heißt, wir ziehen jetzt alle mal nach vorne. Ich gehe mal stark davon aus, dass er Ephraim angreifen wird. Moment, bevor ich irgendwas vergesse, Animation... Okay, sind an. Weil ich hatte ja im letzten Part wieder, wie gesagt, ja trainiert. Nicht im letzten Part, aber dazwischen. So. Jetzt einen Langbogen. Dann würde ich den hier ganz schön von der Ferne einfach abschießen können. Aber gut. Ja, so. Trefferquote 27. Das geht ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das war der Einzige, den ich angelockt habe. Na gut. Okay, Lute, grill ihn weg. So. Ja, die geben sogar noch gute Erfahrungspunkte. So. Ich schicke aber Ephraim nach vorne zum Anlocken. Mit Seth zusammen. Ich glaube, die fangen ziemlich gut eine ganze Menge ab. So, und der Rest darf dann hinterherkommen. Du nimmst dir mal dein Stahlschwert. Und der Rest darf dann hier dann rumschießen wie blöde und rumbrennen wie blöde. Ja, wobei, sie sollten besser nicht anfangen zu brennen. Das könnte von Nachteil sein. Wen habe ich jetzt? Achso, stimmt, Tanner. Tanner können wir auch so ein bisschen bewegen. Ja, aber ich lasse da einfach mal stehen, weil sie kann eh nichts machen. Ja. Ephraim macht das gut, das Ausweichen. Seth muss noch dazu lernen. Das war nicht so perfekt, Seth, mein Lieber. Ah, da kommen auch jetzt die ganzen Reiter dann.
Ich wollte schon sagen, will der Bogenschütze nicht jemand angreifen, aber doch. Okay. Huch. Ach ja, der Schlaftype. Ja, komm. Da weichst du doch wohl aus, oder? Ich wollte schon sagen. Mit 14% wäre ein bisschen gemein. So, ich muss kurz mal gucken. Wie war das? Magie durch 2. Eigentlich sollte der keine so große Reichweite haben, aber... Oder ist MK was anderes? Ich habe keine Ahnung, wofür MK sonst stehen sollte. Außer für Magiekraft? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann prügeln wir weiter. Kann Arthur ihn eigentlich auch besiegen? Nein. Moment, war hier einer mit einem Langbogen oder war das nur ein Kurzbogen? Ah, der hat einen langen Bogen. Okay, aber der ist eh weit, weit weg. Die kriegt er down. Perfekt. Weil da kann Lute eine von den stärkeren Einheiten da weiter hinten übernehmen. Sogar noch ein Level up. Mehr Magie ist immer gut. Mehr Geschwindigkeit, mehr Verteidigung. Eigentlich hat er nur schöne Sachen dazu bekommen. So. Ross haut wie immer rein. Seit er jetzt ein Pirat ist. Den werden wir auch, glaube ich, zu einer Einheit machen, die wir bis... Ich glaube, die haben wir noch nicht bisher gesehen, die Einheit. Bin mir aber gerade nicht sicher. Das reicht nicht. Kannst du den mit 2 Angriffen? Nee. Schade. So, ihn kann ich schon mal nach vorne weiterziehen lassen. Du kannst auch nach vorne ziehen. Ich habe hier oben, glaube ich, mehr als genug Einheiten, die irgendwie was machen können. Ja, probieren wir es mal so. Und dann kann Nemi es beenden. Hat Gilio eigentlich gar nicht so viel Verteidigung, wenn er sogar 5 Schaden nimmt? 12 ist eigentlich einiges. So. Und weg mit dir. Wir hatten ja Innes auf der anderen Seite, also, und auf der Seite haben wir dann hier Nemi. So, kann ich dich umhauen? Wenn nicht, du machst aber viel Schaden. Aber Moment, sie kann helfen. Sie kann auch töten. Falsch. Da. Okay, wenn ich ihn nicht kaputt bekomme, habe ich hier meine Rettung. Also sprich, wenn er jetzt nicht crittet. Schade. Hätte ja klappen können. So, dann darfst du den Dieben da mal versuchen. Den Dieben? Nein, den Banditen. Ach komm, mit 14%. Hätte doch nicht sein müssen. So, wobei ich kann es einfach... Bei Franz kann auch mal mit nach vorne gehen. Ja, so viel Schaden hat er noch gar nicht. Halten wir erstmal Kolm. Der hat gerade noch ein bisschen mehr Schaden genommen. Na, ja, wir gucken uns aber uns hier ganz langsam mal gemächlich mal durch. So. Und sie darf... wieder für Grill. Unsere Grillmeisterin Lute. Genau das ist sie. So. Und er kann auch noch mit nach vorne. Und jetzt fehlt wieder nur Tana. Okay. Aber gut, ich hätte nicht erwartet, dass wir Tana und Amelia in der gleichen Mission bekommen sogar. Ich dachte echt, die kommen in unterschiedlichen Missionen. Glaube ich, ziehe Franz gleich wieder zurück. Jetzt willst du Joshua einschläfern. Ich hätte vielleicht mal den Halsstammer mitnehmen sollen. Vor allem, weil Joshua gerade eingeschlafen ist. Naja. Ist eigentlich hier der einzige Weg, um durchzukommen? Ja. Du hast 12 Angriff, 16 Angriff. Blockier mal hier mal schön den Weg.
Habe ich hier oben genug Zeit? Ach, jetzt habe ich vergessen, mir den Stab zu holen, ne? Okay, machen wir es anders. Versorgung. Erneuerung. Und dann wieder hierhin. Dann geht sie nämlich dahin. Tauscht mit ihm einmal den Erneuerungsstab rüber. Und verwendet ihn. Das gibt nämlich auch gute Erfahrung, von daher immer schön nutzen. Ja, 20 Erfahrungen, das ist mehr als jede Heilung bringt. So, den da unten kann sich gleich Nemi ein episches Duell liefern. Ja, das sieht gut aus. Nur ein bisschen Schwächen. Ein episches Bogenschützenduell. Nachdem ich ihm schon zweimal eine Lanze ins Auge gerammt habe. Aber danach hat sie ein episches Bogenschützenduell mit ihm. Und haut ihn weg. Ja, ich fand, das war ein schönes Duell. Best Duel ever. So. Jetzt ziehen wir mal alle runter. Hat Kilim eigentlich bis... Ah doch, Kilim hat einmal angegriffen bisher. Ich wollte gerade fragen, hat er überhaupt was schon bisher gemacht, aber ja. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir den Zug beenden, indem wir Tanner wieder einfach nur warten lassen, war's das von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.